Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Einbruchdiebstahl bei Familie Becker. Doreen, die Freundin des Sohnes, ist die Hauptverdächtige. Anwältin Brigida Braun kämpft für sie. Bei uns wurde eingebrochen. Guck dir das an. Ich weiß, wer das war. Aha. Ja, das war hier, die neue Freundin von meinem Sohn, die Doreen Schneider. Aber hör auf mit dem Scheiß, was soll das? Guck mal hier, der Ring von deiner Großmutter. Ich hab keinen Plan, wie das Ding da reinkommt. Was heißt, du hast keinen Plan? Sag mal, Mädchen, hörst du dich selber reden? Das wurde hier bei uns aus dem Safe geklaut. Das sind Haare ihrer Mandantin, die am Safe sichergestellt werden von uns. Ich bestreite, dass das die Haare meiner Mandantin sind. Berlin. Als die wohlhabende Annette Becker an diesem Samstag um 6 Uhr morgens aufwacht, liegt ihr Mann Günther nicht mehr neben ihr. Sie ruft ihn mehrfach, bekommt aber keine Antwort. Plötzlich entdeckt sie, dass jemand im Haus war, während sie geschlafen hat. Oh mein Gott. Das glaube ich jetzt nicht, oder? Nein, 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 nein. Günther! Scheiße. Einbrecher. Bei uns wurde eingebrochen. Guck dir das an. Ist alles okay mit dir? Du, bei mir ist soweit. Also ich bin noch hinterher. Aber der ist über den Garten raus. Oh Gott, so. Scheiße. Was sieht denn aus hier? Hast du gesehen? Der Safe ist leer. Der ja, ganze Schmuck von seiner Mutter. 20.000 Euro, das ganze Bargeld. Das ist alles, was ich noch hatte von meiner Mama. Das hältst du nicht aus. Ich rufe sofort die Polizei. Fass bloß nichts an. Ich rufe die Polizei. Ja. Oh Gott, die haben hier eingebrochen. In meinem Haus, nachts, während wir hier geschlafen haben. Ich werde hier nie wieder ein Auge zumachen können. Annette beobachtet verängstigt, wie die Polizei gemeinsam mit den Kollegen der Spurensicherung nach Hinweisen sucht, die zum Täter führen. Für die Mutter ist es ein schreckliches Gefühl, dass ein Fremder im Haus war, während sie, ihr Mann und ihr 21-jähriger Sohn Sebastian geschlafen haben. Aber ihr werdet bestimmt noch was finden. Also bis jetzt haben die Kollegen leider noch nichts gefunden, nichts Verwertbares. Aber sie könnten uns schon mal ein bisschen unterstützen, indem sie vielleicht bereitwillig ihre Fingerabdrücke abgeben. Dann können wir das nämlich dann schon mal ausschließen, ne? Das kann ja nicht sein. Die müssen hier irgendwie reingekommen sein. Ich meine, gucken Sie doch an, wie das hier aussieht. Es schaut fast so aus, als hätte jemand einen Schlüssel oder vielleicht war sogar die Terrassentür geöffnet. Also ich hatte alle Türen definitiv abgeschlossen. Gerade weil ich halt Angst habe, dass hier nachts jemand einbrechen könnte. Nee, also waren alle Türen zu. Also wir kriegen schon raus, wer hier wie reingekommen ist. Ich weiß, wer das war. Aha. Ja, das war hier, die neue Freundin von meinem Sohn, die Doreen Schneider. Aber hör auf mit dem Scheiß, was soll das? Ja, lass Doreen da raus. Ja komm, du bist doch blind vor Liebe, hör doch auf, du siehst doch gar nicht, was hier passiert. Dein Problem ist einfach nur, weil sie eine von deinen komischen Erfolgslustigs ist, das ist dein Problem. Ja, komm, die will doch nur deine Kohle, die hat einen Schlüssel, die hat mit nagelneue Sicherheitsschlösser, die kannst du nicht nachmachen. Papa, ja, weil jeder, der einen Schlüssel hat, bricht direkt irgendwo ein. Ja, wie schön, ein Hoch auf die Technik, aber sie könnten uns ja weiterhelfen, indem sie uns den kompletten Namen und eventuell die Anschrift von der jungen Frau, von der Doreen... Ja, das ist Doreen Schneider, die wohnt in Hellersdorf. Hier. Kutsche, sind die etwa dabei? Schönen guten Tag, junge Frau. Hier im Landkreis heißt das Polizei. Entschuldigung, Polizei. Hier, das ist die junge Frau, von der wir gerade geredet haben. Die können Sie gleich mal interviewen. Was ist denn hier los? Kann mich mal irgendjemand aufklären? Jetzt tu nicht so naiv, du hast hier eingebrochen. Das ist... Du, die Polizei, die weiß schon alles. Die weiß auch, dass du einen Schlüssel hast. Wir werden mal gucken, ob du wieder gelogen hast. Das ist doch nicht zu fassen. Nee, wisst ihr was? Leck mich doch alle am Arsch. Frau Schneider, Moment, bitte warten Sie noch mal. Ich möchte gerne noch mal mit Ihnen sprechen. Und gut, Sie bekommen dann eine persönliche Einladung. Wollen wir doch mal schauen, ob wir die Maskerade von dieser kleinen Hellersdorf-Göre nicht enttarnen können. Die ist kein Umgang für meinen Sohn. So einfach ist das. Doreen kämpft bereits seit einem halben Jahr gegen Günthers Ablehnung an. Da sie Sebastian liebt, hat sie bisher viele Demütigungen ertragen. Aber als Kriminelle lässt sie sich nicht abstempeln. Mein Vater ist ein Depp, ja. Aber bitte nimm dir das nicht so zu Herzen. Okay. Kein Ding. Ich finde es super, eine Einbrecherin zu sein. Nicht. Mein Alter hat es echt übelst übertrieben, ja? Und ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich kann das ja verstehen, aber was machst du hier gerade? Wonach sieht's denn aus? Naja, Tasche packen, aber... Genau, ich kann deinen Alten nämlich nicht mehr sehen. Ich lasse mir nicht nachstellen, dass ich kriminell bin. Jetzt nimm doch mal bitte deine Tasche zur Seite und lass uns mal bitte reden. So. Ich weiß gar nicht, wie viel Sinn unsere Beziehung überhaupt noch macht. Was? Was hat denn jetzt unsere Beziehung damit zu tun? Wie soll das gehen auf Dauer? Dein Vater hasst mich und wird nichts unversucht lassen, mich hier wegzumobben. Ob ich jetzt gehe oder später, wenn er weitermacht. Ja, ich verstehe, was du meinst. Mein Vater ist ein Vollidiot und er hat seine Vorurteile, ganz klar. Aber wir müssen es noch einmal beweisen, dass du damit nichts zu tun hattest. Ja und? Wie sollen wir das hinkriegen? Nehmen eine Anwältin.
klar, ich habe ja so viele, so reich wie ich bin. Ich kenne eine, die ist wirklich gut. Wir erzählen ja die ganze Story, die kümmert sich darum. Und im Endeffekt wird rauskommen, dass du mit der ganzen Sache nichts zu tun hast. Und das soll klappen. Nee, wir versuchen es. Und es wird klappen, definitiv, weil du hast damit nichts zu tun. Naja, einen Anwalt brauche ich jetzt so oder so. Ich glaube, Sebastian hat ein zu nettes Bild von seinem Vater. Aber dass ich jetzt hier als Einbrecherin stehe, ist viel zu krass. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Als Beschuldigte bekommt Doreen eine Vorladung von der Polizei und ist völlig verängstigt. Deshalb begleitet Sebastian seine Freundin zum Termin mit Anwältin Brigida Braun. Da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Das klingt schlimmer, als es ist. Also es bedeutet natürlich nicht, dass man glaubt, dass Sie das waren. Es ist im Grunde genommen nichts anderes, als eine Aufforderung, zur Polizei zu gehen, ja, und zu dieser Sache Stellung zu nehmen. Es ist aber keine Verpflichtung, dass Sie da hingehen. Und Sie müssen auch nichts sagen, wenn Sie das wollen. Wenn Sie aber hingehen möchten, da begleite ich Sie sehr gerne. Siehst du, was sag ich? Ja. Frau Braun ist dabei, es wird alles gut. Also Frau Schneider, wir befinden uns hier erstmal am Anfang der ganzen Angelegenheit. Und ich möchte Ihnen sehr, sehr gerne helfen. Aber zuallererst die erste Frage. Haben Sie für die Tatzeit, um die es hier geht, ein Alibi? Nein, ich meine, es war ja total früh. Ich bin gerade aufgestanden, zu Hause und alleine. Ich meine, wer hat dafür schon ein Alibi? Aber das haut mich jetzt rein, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Es ist nur so, wissen Sie, wenn man für eine Tatzeit ein Alibi hat, dann ist es natürlich ganz einfach, den Beweis zu liefern, dass man das nicht gewesen sein kann. Damit ist dann die Geschichte schon abgeschlossen. Bitte, ich weiß, ich habe nicht viel Kohle und meine Mutter ist krank und arbeitslos dazu. Ich habe Angst, dass jetzt alle denken, ich wäre eine Kriminelle, nur weil Günther das behauptet. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, er darf das nicht behaupten. Er darf wahrheitswidrig nicht behaupten, dass Sie bei ihm eingebrochen sind. Wenn er das tut, dann macht er sich selbst strafbar wegen Verleumdung und Beleidigung. Das geht gar nicht. Sie haben folgende Möglichkeit, darauf zu reagieren. Sie können nichts machen, Sie können aber natürlich auch Strafanzeige stellen. Das können Sie auch über mich machen, wegen Verleumdung und wegen Beleidigung. Das ist die strafrechtliche Seite. Zivilrechtlich können Sie ihn dazu auffordern, eine Unterlassungserklärung abzugeben. Hä? Und das heißt was? Ja, das war jetzt ein bisschen kompliziert. Ich sehe es ein. Also ich kann auf zivilrechtlichem Wege ihn dazu zwingen, eine Erklärung zu unterschreiben, in der er sich verpflichtet, sie nicht mehr zu verleumden. Und wenn er dieses Wort bricht gewissermaßen, dann verpflichtet er sich, eine Strafe zu bezahlen. Das bedeutet das. Okay, aber Sie glauben nicht ernsthaft, dass er das unterschreibt? Das ist natürlich seine Freiheit, Frau Schneider. Wenn er das aber nicht macht, habe ich immer noch ein Ass im Ärmel. Denn für den Fall, dass er das nicht unterschreibt, kann ich einen Antrag auf einstweilige Verfügung stellen. Und dann wird das Gericht ihn verpflichten, solche Aussprüche künftig zu unterlassen. Und wenn er das nicht tut, dann muss er wiederum eine hohe Strafe zahlen. So oder so. Okay, klingt cool. Tja. Klingt cool und ich glaube, es ist auch cool. Also machen Sie sich jetzt wirklich keine Sorgen. Wir müssen da einen Schritt nach dem anderen gehen. Ich würde sagen, wir sehen uns spätestens in 3 Tagen bei der Polizei zur Beschuldigtenvernehmung. Und machen Sie sich keine Sorgen. Das wird schon seinen Weg gehen, ja? Okay, danke. Alles klar. Im deutschen Recht gilt der allgemeine Grundsatz der Unschuldsvermutung. Das bedeutet, dass jemand so lange als unschuldig gilt, bis seine Schuld bewiesen wird. Im Falle meiner Mandantin ist sie von einem Schuldspruch noch meilenweit entfernt. Und ich werde dafür sorgen, dass das so bleibt. Die Polizei findet bei der Durchsuchung von Doreens Wohnung kein Diebesgut. Die Tat kann der 18-Jährigen auch bis zur Vernehmung als Beschuldigte nicht nachgewiesen werden. Trotzdem wird es ein hartes Verhör, bei dem Anwältin Brigida Braun ihrer Mandantin fest zur Seite steht. Ich habe Sie vorgeladen zur Beschuldigtenvernehmung. Sie kennen sicherlich das Prozedere, das wird Ihre Anwältin ja Ihnen auch erklärt haben, gehe ich mal von aus. Kripo-Beamter Thalbach weiß, dass Doreen einen Schlüssel zum Haus der Beckers besitzt. Mit diesem soll sie sich Zutritt verschafft haben. Also, machen Sie sich doch nicht lächerlich. Ja? Nur die Mutter von Herrn Becker hat noch einen Schlüssel zu der Wohnung. Und die wird ja wohl nicht ihren eigenen Sohn beklauen. Ja? Und die Putzfrau, die auch noch einen Schlüssel hat, die ist nachweislich auf Mallorca, das haben wir alles geprüft, die befindet sich immer noch im Urlaub da. Was soll ich denn noch sagen? Ehrlich, ich war's nicht. Ach, und weil Sie mich jetzt so unschuldig angucken, soll ich Ihnen glauben, oder was? Also, Herr Thalbach. Ist richtig, genau, Thalbach, mein Name, ja. Ich protestiere gegen diese Art und Weise des Gesprächs.
Bitte sachlich kommen Sie runter von diesem Ton. Meine Mandantin muss hier nicht sein und muss Ihre Fragen nicht beantworten. Darüber hinaus habe ich auch Ermittlungsarbeit geleistet. Und das wissen Sie garantiert nicht, dass die Gartentüre bei den Bäckers beispielsweise über kein Sicherheitsschloss verfügt. Also jeder Kleinkriminelle, jeder kleine Dieb hätte ohne größeren Aufwand und ohne Spuren zu hinterlassen in den Garten der Bäckers eintreten können und sich dort vergnügen können. Ja, wenn Sie für alles eine Erklärung haben, Frau Braun, dann können Sie mir auch das erklären, nicht wahr? Das sind Haare Ihrer Mandantin, die am Safe sichergestellt werden von uns. Also, Herr Kleiber, was ich hier sehe, sind ein paar Haare. Und ich bestreite, dass das die Haare meiner Mandantin sind. Das können Sie gerne bestreiten. Ich habe hier das Ergebnis der Haarprobe. Und die weist eindeutig die Haare Ihrer Mandantin zu. Das muss ein Zufall sein. Ich meine, ich kenne ja nicht die Haare im Safe. Darum geht's auch nicht, Frau Schneider. Ja? Der Mensch verliert 70 bis 100 Haare am Tag. Kopfhaare wohl bemerkt. Und das reicht, dass Sie am Safe waren. Ja? Da müssen sich nicht die Haare kämmen. Verstehen Sie das? Ach, also Herr Talber, was fühlen Sie sich hier so groß auf? Ist das alles, was Sie haben? Ein paar Haare? Also, seien Sie mir nicht böse. Es geht immerhin um einen Wert der Beute von über 80.000 Euro. Ja? Und seitdem Frau Schneider mit dem Sohn von Herrn Becker liiert ist, hat sie sich doch andauernd Geld von ihm geliehen, oder nicht? Das stimmt nicht. Sebastian hat mir immer freiwillig Geld gegeben. Die Motivlage ist doch wohl eindeutig. Das ist Geldnot. Ja? Außerdem haben Sie die Tat nicht schon etwa vor einem Monat angekündigt? Nein? Sie haben doch einen Streit mit Herrn Becker gehabt. Und das kann übrigens Frau Becker auch bezeugen. Die habe ich nämlich schon vernommen. Und da haben Sie wortwörtlich gesagt, ich zitiere, weil Frau Braun ihre Anwältin da ist, nicht, dass ich einen Fehler mache. Er sei ein reicher Sack und er hält sich für etwas Besseres. Und jetzt kommt es, Hochmut kommt vor dem Fall. Also, jetzt erklären Sie mir mal, was Sie damit sagen wollten. Ja, es gab einen Streit, aber ich wollte Herrn Becker nur damit sagen, dass man im Leben das zurückbekommt, was man anderen angetan hat. So im Allgemeinen. So im Allgemeinen, ne? Hm, klasse. Also ich würde vorschlagen, rücken Sie doch einfach mit der Wahrheit raus, dann kommen wir hier alle weiter. Also Herr Dalbach, das verstehe ich jetzt nicht. Also meine Mandantin sagt die ganze Zeit, die Wahrheit hören Sie eigentlich nicht zu. Und darüber hinaus diesen Spruch, den könnte ich Ihnen ja auch entgegenhalten. Ne? Hochmut kommt vor dem Fall, Herr Dalbach. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, dann gehen wir. Anwältin Brigida Braun muss mit ihrer Mandantin unter vier Augen reden, denn Doreen hat ihr nicht alles erzählt und die Beweislage ist erdrückend. Was ein Arsch! Ja, er ist in der Tat also kein Sympathieträger, aber so ganz unter uns, Frau Schneider, also das Haar, das da gefunden wurde, ne? Also das kratzt schon an Ihrer Unschuldsthese. Ja, das mit dem Haar, das kann ich mir nicht erklären. Und das mit dem Streit, tut mir leid, ich habe das total verdrängt. Frau Schneider, wissen Sie, ich möchte Ihnen gerne glauben. Ja? Aber die ganze Geschichte erschwert uns die Sache enorm. Und wenn es mir nicht gelingt, Ihre Unschuld zu beweisen, und ich weiß nicht, ob es mir gelingt, ja? Dann sprechen wir hier bei dem Wert der Beute von einer Freiheitsstrafe von mindestens 6 Monaten auf Bewährung. Ja? Und selbst dann, wenn das Jugendstrafrecht angewandt wird. Herzlichen Glückwunsch, sage ich da, ganz ehrlich. Tja, die Lage ist doch ernster als vermutet, denn plötzlich hat sich doch ein Indiz gefunden, das gegen meine Mandantin spricht. Ein super GAU für einen Anwalt. Nichtsdestotrotz, ich glaube nach wie vor an die Unschuld meiner Mandantin. Sollte der wahre Täter allerdings einen Fehler begangen haben bei seiner Tatausführung, dann werde ich ihn garantiert finden. Doreen hat Angst, dass sie für etwas bestraft wird, was sie gar nicht getan hat. Deshalb will sie unbedingt zu ihrem Freund Sebastian. Doch dessen Vater Günther fängt sie wütend ab. Das darf doch nicht wahr sein. Du traust dich, was hier aufzuschlagen. Lass mich bitte zu Sebastian. Nix da! Pass mal auf, du Zecke, hier ist überhaupt nichts. Nee, ist nichts. Lass mich bitte durch, Günther. Zuerst raubst du mich aus und danach zeigst du mich an. Sag mal, was ist mit dir nicht in Ordnung? Es ist mein gutes Recht, dass ich mich wehre. Ich habe nichts getan. Aber sei einfach ruhig. Einfach mal ruhig sein, ja, Schatzei? Sei einfach ruhig. Ich habe ihr zu dem Anwalt geraten, damit ihre Unschuld bewiesen wird. Ganz einfach, okay? Und natürlich kommst du jetzt mit mir rein. Nein. Auf gar keinen Fall. Pass auf, ist mein Haus. Noch bestimmt ich, wer hier rein und raus geht. Ein bisschen mehr Respekt mir gegenüber würde dir echt ganz gut stehen. Und ich bestimme immerhin noch, wann ich mich und wo ich mich mit wem treffe. Da fällt dir absolut nichts zu ein, ehrlich nicht. Ja. Ja, wenn du willst, dass ich weiterhin dein Studium finanziere, dann trennst du dich von der Frau. Ganz einfach. Ist so. Ende der Diskussion.
Warum streitet ihr euch schon wieder? Komm. Sebastian meint das bestimmt alles Mama, nicht so. Ich meine das bestimmt genau so, wie ich das gerade gesagt habe. Weil ich mache mein ganzes Leben lang nichts anderes, außer euren Prinzipien, euren Prioritäten zu folgen, genauso freundlich und höflich zu sein, so zielstrebig zu sein. Mir reicht es. Ja, aber wenn ihr meint, ihr müsst mir den Kontakt mit dieser Frau verbieten, und tut es mir leid für euch, dann gehe ich mich einfach. Du, pass auf. Echt, mach dich nicht lächerlich. Du machst dich lächerlich, genau mit dieser Aktion. Ja, ich kann arbeiten gehen, mir einen Job suchen, hab gehört, da ist noch niemand von gestorben. Ja? Das fällt mir nichts. So, du wartest kurz, Schatz, weil das müssen wir das geht doch. So ein primitives Theater mit dir, hab ich gar keinen Bock. Ja? Könnt euch was. So. Du kommst mit. Dankeschön. Ja, ganz im Ernst, der spinnt doch, der Alte. Das ist nicht mehr normal. Ich lass mich nicht erpressen. Klar liebe ich meine Familie, aber wenn mein Vater meint, er müsste mich kaufen, dann definitiv nicht mit mir. Seit 3 Tagen wohnt der Student bei seiner Freundin und hat sich bei seinen Eltern nicht mehr gemeldet. Als er mit Doreen und deren Mutter Martina einkaufen geht, begegnet er seinem Vater. Sofort beginnt Günther erneut, die 18-Jährige als Kriminelle zu betiteln. Sie wissen, diese Frau, die ist bei mir eingebrochen. Die hat den ganzen Schmuck von meiner Frau mitgenommen. Was? Und dann läuft die noch frei rum? Ja, das fragen Sie mich, wie sowas passieren kann. Ich habe gar nichts getan, deswegen renne ich frei rum. Schatz, lass uns gehen. Ja, ich versuche gerade dagegen alles zu unternehmen. Das ist ja. Sie haben nicht mehr alle Enten im Teich. Geht's noch? Sowas dürfen Sie gar nicht behaupten. Schatz, wir gehen, okay? Sebastian will den heftigen Streit zwischen seiner Freundin und seinem Vater beenden. Doch Doreen lässt sich Günthers Gemeinheiten nicht länger gefallen und lehnt sich nun auch gegen ihren Freund Sebastian auf. Was soll denn das? Meinst du, für mich ist das alles super easy oder was? Ja, für mich auch nicht, aber ich kann nichts daran ändern. Du musst einfach mal runterkommen von deinem Ego-Trip. Ich stehe bisher nur auf deiner Seite. Aber anscheinend kann ich es momentan keinem recht machen, meinem Vater nicht, dir nicht. So, und wenn es dir damit besser geht, ziehe ich einfach für die Zeit zu einem Kumpel, ganz einfach. Hey, meinst du nicht, du übertreibst? Mir geht der Arsch auch auf Grundeis, ja. Mir geht's scheiße. Super, mir auch. Toll, ganz toll, dass Sebastian immer abhaut, wenn es brenzlig wird. Da muss ich jetzt meine Anwältin anrufen. Ist ja scheinbar die Einzige, die noch auf meiner Seite steht. Nach Doreens Anruf hat Anwältin Brigida Braun sofort bei Gericht eine einstweilige Verfügung gegen den hetzenden Familienvater erwirkt. Anschließend fährt sie bei Günther vorbei, um ihn damit zu konfrontieren. Guten Tag. Braun ist mein Name. Ich bin Rechtsanwältin. Herr Becker, ich vertrete Frau Doreen Schneider. Na gut, Sie müssen ja wissen, ob Sie hoffnungslose Fälle übernehmen. Aber was kann ich jetzt für Sie tun? Herr Becker, ich bin hier, um Sie darüber in Kenntnis zu setzen, dass Sie heute wirklich zum letzten Mal straflos meine Mandantin in aller Öffentlichkeit eine Kriminelle genannt haben. Nur ich denke mir, das entscheide immer noch ich. Sehen Sie, und da sind Sie im Irrtum. Herr Becker, hören Sie mal. Nachdem Sie die privatschriftliche strafbewährte Unterlassungserklärung nicht unterzeichnet haben, habe ich im Gegenzug nun gegen Sie eine einstweilige Verfügung erwirkt. Danach untersagt Ihnen jetzt das Gericht, diese Behauptungen gegen meine Mandantin in aller Öffentlichkeit zu äußern. Das ist strafbewährt, wie Sie sehen, die Strafe in 5-stelliger Höhe. Also ich glaube, selbst Sie als vermögender Mann dürften davon beeindruckt sein. Und ich hoffe, dass Sie jetzt zukünftig die Wahl Ihrer Mittel überdenken. Nun gut, dann ist das jetzt so. Und was kann ich sonst noch für Sie tun? Sie können mir eine Frage beantworten, Herr Becker, nämlich warum Sie zu meiner Mandantin dermaßen rüde sind und ohne jeglichen Beweis nach wie vor behaupten, dass sie den Einbruch hier in Ihrem Hause begangen hat. Glauben Sie mir, die hat mich wirklich bedroht. Da fällt mir niemand anders ein, der das noch gewesen sein könnte. Ihnen fällt niemand ein, der es gewesen sein könnte, also muss es meine Mandantin sein, ja? Ich bitte Sie. Sehenden Auges sind Sie dabei, die Zukunft eines jungen Menschen zu zerstören, indem Sie solche Sachen behaupten. Herr Becker, also Ihre Verzweiflung hin oder her, aber so geht das nicht. Schauen Sie, ich verstehe doch, dass Sie den Täter ermitteln wollen. In Ordnung. Ich aber auch, um meine Mandantin endlich zu entlasten. Also unterm Strich haben wir doch dasselbe Ziel. Herr Becker, lassen Sie uns doch am gleichen Strang ziehen, bitte. Ja, okay. Wenn ich der Doreen da wirklich Unrecht getan habe, dann tut es mir leid. Das wollte ich nicht. Na wunderbar, Mensch, das freut mich wirklich, dass wir jetzt endlich eine gemeinsame Sprache sprechen. Sagen Sie, in dem Zusammenhang hatte ich noch ein paar Fragen. Mir ist nämlich mit dem Einbruch hier noch einiges unklar. Könnten wir uns noch in Ruhe besprechen? Aber natürlich, klar. Kommen Sie mit rein. Gut, danke schön. Also ehrlich gesagt bin ich wirklich selbst überrascht, wie schnell Herr Becker von einer Stimmung in die andere wechseln kann. Aber wenn es der Sache dienlich ist, soll es mir recht sein. Allerdings treibt mich ja wirklich eine Frage um. Warum haben die Überwachungskameras auf diesem Grundstück nicht ausgelöst, als der Einbruch passierte?
Eventuell liegt hier ein Hinweis auf die wahre Täterschaft. Anwältin Brigida Braun lässt sich von Günther das Überwachungssystem des Hauses genau erklären. Sie will herausfinden, ob der Täter die Anlage möglicherweise manipuliert hat. Wir müssen doch wirklich das Rätsel lösen, warum das immer funktionierte. Und just an dem Tag, als ein Dieb da draußen im Garten herumturnt, bleibt die ganze Anlage stumm, nicht? Ja. Wenn Sie gestatten, ich würde das gerne einmal testen. Seien Sie so freundlich, schauen Sie hier rein und ja, schauen Sie, ob Sie mich da entdecken, und ich gehe einmal rum. Alles klar. Ja, danke schön. Die Überwachungsanlage wurde von einer Sicherheitsfirma fachmännisch installiert. Anwältin Brigida Braun geht davon aus, dass sie auch fehlerfrei funktioniert. Aber sie vermutet, dass es irgendwo eine Lücke im System geben muss. So, da bin ich wieder. Ja. Und? Alles bestens. Ja? Ja. Ich würde gerne noch was ausprobieren. Ist das in Ordnung für Sie? Selbstverständlich, wenn Sie der Meinung sind, dass das was bringt. Gerne. Sie sind mal so nett und schauen die ganze Zeit drauf. Ich gucke, ob Sie hier was tun. Anwältin Brigida Braun hat eine Idee, wie sie unbemerkt ins Haus kommen kann, ohne dass Günther sie am Monitor entdeckt. Und, Herr Becker? Ja, Frau Braun. Entschuldigung. Ich dachte, Sie wollten raus. Ich war raus. Ich habe hier nichts gesehen. Das weiß ich. Das habe ich vermutet. Um das kurz zu machen, Sie haben einen toten Winkel. Der wird einfach von den Kameras nicht abgedeckt. Das ist ein ganz kleines, schmales Gebiet, das völlig tot ist. Das ist ja unglaublich. Naja, Sie nennen das unglaublich. Ich nenne das die Schlamperei einer Fachfirma, sag ich Ihnen ganz ehrlich. Na gut, ich weiß, Sie werden das jetzt nicht gerne hören wollen, aber die Einzige, die damit bei war, außer meiner Familie, versteht sich, während das Ganze installiert war, das war die Doreen. Vielleicht hat sie diese Lücke auch erkannt. Herr Becker, merken Sie gerade was? Sie zählen Ihre Familie auf und meine Mandantin. Alle wissen von dieser Anlage, aber Sie glauben, nur meine Mandantin kommt als Täterin in Frage. Fällt es Ihnen auf? Ja, okay. Klar, Entschuldigung, ich muss das wirklich aus meinem Kopf rauskriegen. Eben. Andernfalls winkt wirklich eine Strafe von 20.000 Euro. Also für diese Summe kann man was Besseres machen. Ja, Entschuldigung, es tut mir leid. Ich weiß jetzt, was ich hier wissen wollte. Das bringt mich doch einen ganzen Schritt weiter. Ich möchte Sie nicht weiter stören. Ich husche jetzt weiter. Vielen Dank. Kein Thema. Es freut mich, dass ich helfen konnte. Ich finde alleine raus. Okay. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. Ich weiß ja nicht, wie die Frau Braun das drehen und wenden will, dass es jetzt noch einen Indiz gegen die Doreen gibt. Aber ich habe ja nichts gesagt.